Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir im Garten der Giganten ein bisschen rumgestreut, haben eine riesige Krabbe verprügelt und hatten mal wieder zigtausend Einträge in der Piklopädie zum Nachlesen. Das wird auch heute so sein. Also, ja, wir werden heute auf jeden Fall wesentlich mehr im Garten der Giganten erforschen gehen. Gucken, dass wir den letzten Landeplatz finden, der für die Nachtexpedition wichtig ist. Ich hatte es ja als Textnachricht reingeschrieben bei der letzten Folge. Ich hatte nämlich nach der Aufnahme noch reingeschaut. Der Landeplatz, den ich da geholt habe, ist nicht der dritte Landeplatz von der Nachtexpedition. Und die Nachtexpedition starte ich zum Garten der Giganten, sobald ich alle Landeplätze habe. Beziehungsweise alle drei verfügbaren Optionen da habe. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben gleich erstmal Einträge vor uns. Das Tablett, das rastet hier schon die ganze Zeit aus. Bei Louis haben wir noch einen Eintrag. Erinnerungen. Onima hat mir langweilige Geschichten erzählt, aber er ist auch nie richtig sauer geworden, wenn ich mal wieder was verbockt habe. Weiß aber echt nicht mehr, wie der aussieht. Hatte ich die nicht schon mal vorgelesen? Naja, jetzt habe ich sie auf jeden Fall nochmal vorgelesen. Ja, das werden wahrscheinlich wieder mindestens 20 Minuten Einträge, aber ich gucke, dass ich heute wirklich die letzten Einträge der Piklopädie nachhole und auch bei dem Schatzkatalog alle Einträge von Olima nachhole, die wir bisher haben von vollen Serien. Wie gesagt, das wird jetzt sehr lange wahrscheinlich dauern, vor allem bei mir. Im Übrigen, wenn ihr bei den Piklopädie-Einträgen so einen Übergang seht, beziehungsweise eben kurz so eine Animation, wenn ich von dem einen zum anderen springe, dann einfach nur, weil ich mich da ein bisschen versprochen habe. Dass ich da euch mal aufkläre. Wenn ich mich da verlese oder dann irgendwie so verhaspel, dann schneide ich das raus und dann mache ich diesen Übergang. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, jetzt nichtsdestotrotz, über mir Zeitstempel, wenn ihr die Einträge überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt mit den Einträgen los. So, ich habe ja gesagt beim letzten Mal, wir fangen ab dem Mammuta an und da legen wir jetzt auch los. Ich denke dran, den Glubschgreifer zu überspringen. Die unausgewogenen asymmetrischen Arme des Mammuta sind seine auffälligsten Merkmale. Er ernährt sich von Samen und Früchten. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass Mammutas tatsächlich Pflanzenarten sehen und aufziehen. Während andere Spezies dafür bekannt sind, Samen zu vergraben, um sie zu lagern, sind die Mammutas die bis dato einzig bekannte Spezies, die ganze Pflanzenfelder kultiviert. Ist also ein kleiner Gärtner. Igelschwein. Sein nadelbedeckter Panzer ist eher weich und bietet eine große Angriffsfläche. Außerdem ist es übervorsichtig und verschießt daher beim kleinsten Anzeichen von Gefahr seine Stacheln. Das Wachstum von neuen Stacheln erfordert viele Kalorien, daher benötigt diese Kreatur enorme Futtermengen. Dies erklärt, warum sie oft Müll durchwühlt. Sie saugt nicht nur Insekten ein, sondern auch den Müll selbst. Ihre Schweine haben sogar einige Teile der Dolphin verschlungen, obwohl man die nun wirklich nicht mit Müll verwechseln kann. Naja, wenn sie so kaputt sind nach dem Aufprall, nach einem weiteren Absturz, doch, dann könnte man denken, dass wir Müll. Nektarelfe. Diese schwebende Lebensform driftet mühelos im Wind. Bei ihrem Tod kollabiert ihre physische Form sofort. Da diese Kreatur höchst flüchtig und schwer zu fangen ist, konnten bis dato noch keine Probeexemplare gefunden werden. Wenn wir nur ein lebendes Exemplar finden könnten, würde die Forschung hinsichtlich dieser Spezies sicherlich flüssiger vorangehen. Ballonerus. Diese Rüsseltierspezies nutzt intern generiertes Hydrogenium, um sich zu einer Art Blase aufzupumpen und über dem Boden zu schweben. Der von der Kreatur geschaffene elektrische Puls lässt ein farbiges Band entstehen, welches sich über die Oberfläche ihres Körpers zieht. Daher handelt es sich um eine ausnehmend schöne Rüsseltierspezies. Wie sie es genau geschafft, das hochexplosive Hydrogenium in ihren Inneren zu stabilisieren und gleichzeitig Elektrizität zu generieren, bleibt vorerst ein Geheimnis. Der Ballonerus bläst Blätter und Gras fort, um sich von den Insekten zu ernähren, die sich darunter befinden. Durch das Ablassen von Luft durch Körperöffnung und den Einsatz der Finnen kann es bewegungslos in der Luft verharren, bis wenn eine leichte Brise weht.
Der Ballofostus verfügt über drei Lungen, einen Luftsack, der als primäres Atmungsorgan dient, eine Schwebeblase, die ihm Auftrieb verleiht, sowie einen Kältesack, in dem kalte Luft verwahrt wird. Wie auch der Balloneros kann er schweben, indem man durch Elektrolyse Wasserstoff produziert. Sein eisiger Atem besteht aus kondensiertem Kohlendioxid, ähnlich wie beim Rüsseglatius. Unterschiedliche Spezies der Rüsseltierfamilie ähneln sich in erstaunlich vielen Dingen, wenn man die Struktur und Funktion ihrer Organe betrachtet. Der Rüssel-Dekompositus ist ein naher Verwandter des Balloneros. Sein Atem ist jedoch wesentlich schwächer. Allerdings enthält dieser wiederum ein Hormon, welches Blütenblätter verwittern lässt. Blumen verlieren so zum Beispiel in ad hoc ihr Blütenkleid. Ad hoc? Okay, da ist verständlich, wenn ich über das Wort stolper. Obwohl der Atem noch nicht genau untersucht wurde, gab eine Vorabanalyse der darin enthaltenen chemischen Verbindungen vielversprechende Ergebnisse für den Sektor der Biotechnologie. Schwach getupfte Schwebequalle. Diese hier heimische Schwebequalle gehört unglücklicherweise zu den Metrotenarten, da ihr Habitat von einer invasiven Spezies übernommen wurde. Oh, mal ein kurzer Eintrag. Stark getupfte Schwebequalle. Leuchtend pinke Färbung ist das auffälligste Merkmal dieser schwebenden Lebensform. Es handelt sich nicht um heimische Kreaturen. Sie dürften erst vor kurzem vom Wind hierher getragen worden sein. Die leuchtenden Organe auf ihrem Kopf locken Beute an, welche mit ihrem unteren Organ eingesaugt und verspeist werden. Anders als bei Quallen verfügen die Tentakel der Schwebequallen über keine Nässezellen. Da ist es eine Berührung ungefährlich. Ah, endlich mal eine Qualle, die man anfassen darf. Wackelquappe. Der gelbe Orkalock leicht im Frühjahr, wobei er seine Eier in Zweige von Bäumen und Sträuchern legt, die in oder nahe von Seen und Teichen wachsen. Diese unorthodoxe amphibische Verhalten ist eine Verteidigungsstrategie, um die Eier vor blauem Pigment und Wasserlöslingen zu schützen. Das wenige Hüpfen des Orkalocks nahe des Wasserrandes im Frühjahr ist vermutlich ein Versuch, Jäger vom Gelege fernzuhalten. Also haben die eigentlich nur ihren Nachwuchs verteidigt und ich habe sie einfach abgeschlachtet. Upsen. Gelber Orkalock. Dieses prächtige Exemplar verfügt im Vergleich zu anderen Mitgliedern der Amphitubenfamilie über eine besonders strahlende Färbung sowie drei laterale Tupfen. Die Spezies scheint ihre Schwimmerkenntnisse aufgrund ihrer evolutionären Anpassung eingebüßt zu haben. Hier ist ihr möglich, weite Sprünge zu vollführen. Die Amphituben bewohnen flache Gewässer und sie verfügen über das instinktive Verlangen, auf kleinere Kreaturen zu springen, um diese zu zerquetschen. Fiesling. Orkolok. Man geht davon aus, dass jüngere Amphituben einst von unterirdischen Flüssen in Höhlen getragen wurden, wo sie im dunklen Habitat gediehen. Dieser troglodytischen Spezies der Orkoloks fehlt es an der typischen Färbung, aufgrund von Generationen des Höhlenbewohners und dem Mangel an Sonnenlicht. Relative Unterschiede in Größe und Form dieses Orkoloks und anderen Spezies sind vermutlich auf natürliche Selektion zurückzuführen, die Eigenschaft den Vorzug gibt, die ein Überleben in subterraner Umgebung erleichtern. Blauer Orkolok. Zerquetschter blaue Orkalock beutet mit einem mächtigen Satz, stößt er dabei Ammoniumnitrat, Harnstoff und Wasser aus. Die Stoffe reagieren endothermisch miteinander, was ein schnelles Gefährden der Beute bewirkt. Aufgrund dieser Tatsache sind die Attacken des blauen Orkalocks als besonders gefährlich einzustufen. Wurde die Beute zerquetscht, saugt sie der Orkalock ein. Da diese Spezies Nahrung für einige Zeit gekühlt lagern kann, ist sie gut an Habitate angepasst, in denen Beutetiere rar sind. Der Gigalock. Es ist erwiesen, dass gelbe Orkoloks sowie verwandte Spezies auch nach der Fortpflanzung weiterwachsen. Sie nehmen danach allerdings deutlich weniger an Größe zu. In sicheren Umgebungen ohne Fressfeinde vermehren sich manche Orkoloks allerdings gar nicht und wachsen weiter, bis sie gigantische Ausmaße annehmen. Die Telomerase-Enzyme des gelben Orkoloks sind enorm aktiv, was seinen Alterungsprozess stark bremst. Unter den richtigen Bedingungen ist es nicht ungewöhnlich, dass manche Individuen bis zu 50 Jahre alt werden. Wasserklößling. Davor schützen sich die Orkalocke ja. Hieß es gerade eben, ne? Ein Bewohner von Süßwasserbereichen und Sümpfen. Diese aquatische Kreatur ernährt sich von Insekten, die auf der Wasseroberfläche landen.
Sie verfügt über beinahe genau dieselbe Skelettstruktur wie ihr naher Verwandter, der an Land lebende Punktkäfer. Dies lässt Schlüsse bezüglich des evolutionären Ursprungs zu und legt die Vermutung nahe, dass der Wasserklößling noch nicht lang in aquatischen Habitaten heimisch ist. Aquatermitentos. Viele nehmen an, dass er wegen seiner großen Augen und fehlenden Flossen noch nicht völlig im Wickel ist, aber es handelt sich hierbei tatsächlich um seine ausgewachsene Form. Die verkümmerten Flossen am Rücken und Bauch werden durch die Größe der Kaudale kompensiert. Er kann sogar hoch genug aus dem Wasser springen, um tieffliegende Insekten zu fangen. Die Schuppen, aus denen die runden Muster an den Seiten bestehen, färben sich während der Paarungszeit rosa. Okay, dann kann man die Paarungszeit rauserkennen. Der Nadler. Die finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Seine verborgenen Stacheln haben sich aus den Schuppen auf seiner Stirn entwickelt. Der Nadler nutzt sie, um andere Kreaturen zu vertreiben, die in sein Territorium eindringen. Die Kreatur produziert in ihrer Leber und ihren Ovarien ein starkes Nervengift, in dem sie Kleintiere und Algen verspeist. Die Gift in winzigen Mengen enthalten, diese Toxine dienen nicht nur als Alternative zu Pheromonen, sie schrecken auch Fressfeinde ab. Nadler, die das Zeitliche gesegnet haben, können vom Pigment allerdings problemlos zur Zwiebel transportiert werden. Dort wird das Gift dann in Nährstoff umgewandelt. Plustermedusa. Ihre Augen und stumme Beine lassen sie wie ein Oktopus aussehen, aber anatomisch ähneln sie mehr einem Seestern. Tagsüber schläft sie, bleibt aber vor Raubtieren auf der Hut, die sie durch Aufplustern, daher der Name, und das Ausstoßen von Blasen zu verjagen versucht. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass sie mit den Blasen hauptsächlich während der Brutzeit ihre Eier beschützt. Ja, aber diese Blasen sind ja kaum gefährlich. Zwiebelkrabbler. Eine jugendliche Zwiebelkrabbe. Sie ist noch sehr klein. Bis sie erwachsen ist, wird ihre rechte Schere auf die doppelte Größe abwachsen. Daher jagt sie noch, indem sie sich im Boden versteckt und versucht, ihre Beute zu überraschen. In der Regel durchlaufen Krabben die Stadien Zoea und Megalopa, wenn sie sich dem Jugendalter nähern. Doch die Zwiebelkrabbe wird bereits mit einem zwiebelförmigen Körper geboren, durch den sie Nährstoffe aus dem Boden aufnimmt. Beine wachsen ihr erst später. Vielleicht ist sie ja mit dem Ambularodizes verwandt. Okay. Zwiebelkrabbe. Ihre ungewöhnlich große Schere dient zum Beutefang. Zur Verteidigung und überraschenderweise als Locksignal in der Paarungszeit. Ein Großteil des Lebens der Zwiebelkrabbe dreht sich um diese Schere. Da ist es nur verständlich, dass sie bei einer Beschädigung selbiger furchtsam reagiert. Allerdings kann sich die Schere innerhalb einer Nacht wieder vollständig regenerieren. Außerdem stößt die Zwiebelkrabbe Blasen aus, wenn sie angegriffen wird, was sich jedoch auf falsche Atmung unter Stress zurückführen lässt. Oh, da fühlt man sich ja gleich schlecht, wenn man das sieht. Früher waren die Klauen bei Pikmin 3 auch aus Glas und nicht aus Chitin, wie es hier der Fall zu sein scheint. Ein Siedlergreifer. Betrachtet man die Augen und sichelförmigen Beine, die für Meerestiefeln charakteristisch sind, könnte man annehmen, dass es sich hierbei um eine Verwandte dieser Gattung handelt. Tatsächlich aber ist dies ein Verwandter des Einsiedlerkrebses. Diese Spezies hat sich aber aus dem Meer zurückgezogen und lebt nunmehr in Erdlöchern. Obwohl ihre Beine sichelförmig wirken, handelt es sich dabei um Scheren, die sich zu Finnen entwickelt haben. Diese Kreatur ernährt sich von kleineren Tieren, die an ihrer Höhle vorbeikommen. Sie werden in diese hineingezogen und dort gefressen. Das kann man aber auch gegen sich nutzen. Gepanzerter Stichstachler. Sein Körper ist von einem harten Panzer bedeckt und sein Maul zum Beutefang mit spitzen Zähnen ausgestattet. Der gepanzerte Stichstachler zeichnet sich dadurch aus, äußerst reizbar zu sein. Er kann nur sehr schlecht sehen, aber mit Hilfe der feinen Haare unter seinem Hinterteil und dem kugelförmigen Sinnesorgan an dessen Spitze kann er schwache, quasi elektrostatischen Felder orten, die andere Organismen umgeben. Kurz gesagt, er hat andere Möglichkeiten, Fressfeinde und Beute aufzuspüren. Das ist ein interessantes Jagdsystem. Amphibienauster. Indem sie die Perle, die sich in ihrem Inneren formt, als Köder verwendet, kann diese Kreatur Beutetiere zu sich locken, um dann zuzuschnappen und sie zu verzehren. Erste Untersuchungen weisen darauf hin, dass es sich bei in der Perle um eine Zusammenballung von körperfremden Materialien handelt, die von einer Gelee-artigen Schicht überzogen sind.
Oft gelingt es der Amphibien auch, sich nicht Beutetiere anzulocken. Dann bezieht sie alle nötigen Nährstoffe aus symbiotischen Algen, die innerhalb ihres Körpers Photosynthese betreiben. Aus diesem Grund findet man die Auster oft mitten offenem Mund, an Sandbänken oder Stränden mit hoher Sonneneinstrahlung. Gut, wenn man gerade in einem Verhungern ist, für sie, ne? Kamoflunder. Diese Kreatur muss sich erst noch von einem Schirmflunder zu einem stärkeren Blaseballknaller entwickeln. Verglichen mit ihm ist diese Kreatur signifikant kleiner. Dass ihr Kiefer nicht so weit herausragen wie beim Blaseballknaller, liegt unter anderem daran, dass sich ihre wichtigen Organe tief in ihrem Inneren ihres Panzers befinden. Das Ding hat einen Panzer? Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Bei den blumenähnlichen Anhängsel auf ihrem Rücken handelt es sich um Kiemen. Die Kreatur bevorzugt Wasser als Lebensraum. Dort fängt sie mit ihren klebrigen Tentakeln atemlose Beute. Wo hat das Ding einen Panzer? Wir sind bei dem Penner angekommen. Das Ding mag ich überhaupt nicht. Das Wassergespenst. Alles, was über diese Kreatur bekannt ist, stammt aus einigen wenigen Beobachtungen unter der Erdoberfläche. Sämtliche Berichte haben dieselbe Kernaussage. Eine riesige, viskose Form, umgeben von einem hellen, trüben Schein, der irgendwie an Kandiszucker erinnert. Eine Theorie besagt, dass es sich um die elektroplasmische Inkarnation eines physischen Phänomens handelt. Aber wie üblich bei solchen Theorien ist ein Beweis nur sehr schwer zu erbringen. Alle Augenzeugen berichten, dass sie beim Anblick dieser Kreatur plötzlich von einem Furcht überkommen waren und in Panik verfallen sind, die nur einen Schritt von Wahnsinn entfernt war. Tatsächlich verfügt jeder Bericht über eine Übermenge an äußerst vagen Details, was zu dem Verdacht führt, dass Erschöpfung und Furcht ein simples, natürliches Phänomen als lebende Kreaturen erscheinen ließen. Der Dilabovum. Da der Körper des Dilabovums kontinuierlich weiter zerfällt, hat es sich als schwierig erwiesen, eines lebenden Exemplars habhaft zu werden, weshalb diese Spezies so gut wie unerforscht ist. Untersucht man jedoch das genetische Material auf Dilabovum-Eiern, stellt man fest, dass es sich bei ihnen in Wirklichkeit um Mammut-Eier handelt. Diese Entdeckung lässt vermuten, dass ein fehlentwickeltes Mammut-Inter letztendlich als Dilabovum schlüpft. Theoretisch gesprochen wäre es möglich, dass ein Mammuter, das eine Nacht an der Oberfläche verbringt, Leuchtstoff absorbiert, der sich dann auf die Nährstoffe im Ei auswirkt. Das wiederum könnte eine Zersetzung von Enzymen und der Überlebensunfähigkeit des Mammut-Embryos bewirken. Ah, also sind das eigentlich Mammuters, aber sie sind so gesehen abgestorben und sind dann dieses Ding geworden. Das ist sehr interessant. Moos. Weil die feststellen kann, war Moos von Geburt an eine Laubhündin und Teile ihrer DNS erinnern an die der Pikmin. Das ist der eine Punkt, in dem ihn sich von Oddschen unterscheidet. Als Oddschen sich von einem normalen Weltraumhund in einen Laubhund verwandelte, kam mir der Gedanke, dass Pikmin eventuell in der Lage sind, auch andere Organismen mit ihrer DNS zu versehen. Die Ursache, warum so viele gestrandete, ich selbst eingeschlossen, zu Laublingen wurden, ist vermutlich, dass wir von der Zwiebel absorbiert wurden. Daher muss eine Art Pigmenisierung abgelaufen sein. Pigmenisierte Organismen können diesen Planeten nicht verlassen. Daher wollen die Pigmen sich vielleicht diesen Prozess zunutze machen, um jederzeit einen Anführer zu haben. Das alles ist natürlich nur wilde Spekulation. Rote Pigmen. Pigmen werden zu den Ambularodices gezählt. Kreaturen, die sowohl über die Merkmale von Pflanzen als auch von Tieren verfügen. Pigments folgen instinktiv demjenigen, der sie aus dem Boden zieht. Daher gehen sie oft symbiotische Verbindungen mit anderen Spezies ein, indem sie sich von ihnen führen lassen, was den Pigmen insgesamt wohl oft zum Vorteil gereicht. Rote Pigments sind die am weitesten verbreitete Pigment-Spezies. Man erkennt sie an der Vorwölbung an ihrem Kopf, die an eine Nase erinnert, sowie an ihrem vergleichsweise aggressiven Verhalten. Zusätzlich verfügen sie über weitere erstaunliche Eigenschaften, etwa Immunität gegen Feuer und Hitze, was bei einem Lebewesen eher ungewöhnlich ist. Ein genauer Blick auf die Haut- und Muskelfasern vermag dieses Rätsel zu lösen. Sie bestehen aus feuerresistenter Zellulose. Gelbe Pigmen. Die vorherrschende These ist, dass die Körper der Pigmen vor langer Zeit einmal Pflanzenwurzeln waren, die über die Jahrtausende hinweg an unsere Muskeln und Gehirne erinnernde Strukturen entwickelt haben. Es erstaunt allerdings, dass gelbe Pigmen komplett resistent gegen Elektrizität sind.
Obwohl diese anderen Organismen extrem schadet. Dieses Pigment scheint Elektrizität sogar zu genießen. Selbst ihre Blüten erblühen, wenn sie elektrischen Strom ausgesetzt sind. Daraus lässt sich wohl schließen, dass das Nervensystem gelber Pigment völlig anders als das unsere funktioniert. Weiterhin verfügt diese Spezies über an Ohren erinnernde Lamellen, die seitlich am Kopf angebracht sind. Sie werden oft dazu genutzt, Löcher zu graben oder in größere Höhen zu fliegen. Blaue Pigment. Die gängige Theorie besagt, dass sich Pigment aus einer Art Wurzelgemüse entwickelt haben und deshalb einen längeren Aufenthalt unter Wasser nicht überstehen. Blaue Pigment verfügen allerdings über unendliche Kiemen, die es ihnen ermöglichen, sich im Wasser auszuhalten. An Land wachsen ihnen Blätter und Blüten, wie anderen Pigment auch. Und sie atmen durch die Stomate ihrer Haut. Somit sind sie Amphibien sehr ähnlich. Pigmentproteine auf ihrer Körperoberfläche dienen den gleichen photosynthetischen Prozess, wie beispielsweise auch in Cyanobakterien ablaufen. Diese verdanken die blauen Pigment ihrer erstaunlichen blauen Farbe. Felspigment. Vertreter dieser Spezies werden als Pigment bezeichnet. Doch ihr Körper weist nicht die typischen Pflanzenerinnen-Merkmale auf. Stattdessen bestehen sie hauptsächlich aus Stein. Streng genommen ist der Stein nur ein Wirt für eine parasitisch lebende Pigmentart, die auch Einsiedlerin genannt wird. Ähnlich wie Samen, die selbst in kleinsten Rissen von Steinen keimen können, wachsen die Wurzeln dieser Pigment tief in den Stein, wo sich dann in eine, an eine Geode erinnernde Höhlung auch ihre Organe befinden. Aufgrund des parasitenähnlichen Verhaltens dieser Spezies könnte man die Vermutung anstellen, dass Fels- und Zwiebel- und Felskönigin-Blumen passende Steine lagern, die dann später von Felspigmen in Beschlag genommen werden. Das ist ein Parasit? Darauf wäre ich nie gekommen. Flügelpigmen. Die Flüge dieser flugfähigen Pigmen-Spezies erinnern stark an die Flüge anderer Kreaturen. Möglicherweise hat eine Vorfahren der Flügelzwiebel die DNS einer flugfähigen Kreatur absorbiert, woraufhin sich über mehrere Stadien dann die heutigen Flügelpigmen entwickelten. Sollte diese Theorie zutreffen, dienen die Zwiebeln auch der Weiterentwicklung der Pigmen, indem sie diese mitunter zu ganz neuen Merkmalen verhelfen. Eispigmen. Auch wenn sich Pigmen aus Pflanzen entwickelt haben, gibt es eine Spezies, die aus Eis besteht. Doch wie ist das möglich? Nun, Eispigmen leben parasitisch und das Eis ist lediglich ihr Wirt. Bei diesem Eis handelt es sich um eine gefrorene Salzlösung, die Natriumionen, Kaliumionen und Calciumionen enthält. Die Ionen dienen der Übermittlung von Nervensignalen. Interessanterweise schrumpft der Körper von Eispigmen auch nicht, wenn er direkt im Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dies liegt am äußerst kalten Kern, der kontinuierlich mehr Eis entstehen lässt, sodass der Körper eine gleichmäßige Größe beibehält. Wieder einer, der ein Parasit ist. Weiße Pigmen. Weiße Pigmen entstehen durch einen Umwandlungsprozess, der ausschließlich unterirdisch wachsenden Elfenbeinköniginnenblumen stattfindet. Das Gift im Körper dieser Pigmen erinnert an die Terpenalkaloide, ähnlich den Toxinen, die in manchen Pflanzenwurzeln zu finden sind. Werden sie aufgenommen, kann dies zu Übelkeit und Atemproblemen bis hin zu völligem Organversagen und Tod durch Herzstillstand führen. Doch obwohl es sich um ein starkes Gift handelt, findet es auch in der Medizin Verwendung und wird dort gelegentlich als Arkonit bezeichnet. Als Amblyopteris haben sich alle Pigmente aus Pflanzen entwickelt. Doch in manchen Spezies ist das pflanzliche Erbe wohl stärker ausgeprägt als in anderen. Lila Pigmen sind größer als andere und können bis zu 10 Mal mehr wiegen. Wenn sie nach einem Wurf auf dem Boden auftreffen, werden Gravitationswellen ausgelöst, die sogar zu Verwerfungen in der Raumzeit führen können. Absolut erstaunlich. Auch ihre Muskelfaserdichte ist um einiges höher als die anderer Pigmen, weil es ihnen ermöglicht, 10-mal schwerere Objekte zu tragen. Ihre kräftige lila Färbung erhalten sie durch Polyphenol-Antioxidantien. Ähnlich wie weiße Pigmen können sie nur unter Mitwirkung von unterirdisch wachsenden Königinnenblumen entstehen, und bisher wurden keine Zwiebeln entdeckt, die ihnen zuzuordnen wären. Ich persönlich gehe jedoch davon aus, dass irgendwo unter der Erde, wie manch anderes Relikt aus der Vergangenheit, eine Lieberzwiebel ihre Entdeckung verharrt.
Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende der Einträge. Zwiebel. Es kommt vor, dass Zwiebeln im Boden ruhen. Doch kriegt man sie aus und appliziert den richtigen Stimulus, zum Beispiel durch Schütteln, werden sie aktiv und es wachsen ihnen drei wurzelähnliche Beine. Für die Pikmin erfüllen sie die Rolle eines Brutkastens oder Nests. Sie nehmen die Nährstoffe aus Knöpfen oder toten Kreaturen auf, um daraus Pikmin eine Farbe zu produzieren, in der sie selbst auch versehen sind. Auch scheinen Zwiebeln gelegentlich manche Charakteristika des von ihnen absorbierten Materials zu replizieren. Etwa werden sie mit anderen Zwiebeln, auch solchen von gleichem Typ, verschmelzen. Konnte bestätigt werden, dass Zwiebeln, genau wie Pikmin, Muskelfasern enthalten. Zwar sind Zwiebeln nicht sehr mobil, können sich aber im kleinen Rahmen durchaus bewegen. Zusätzlich entsteht eine Art Bioethanol, wenn eine Zwiebel organische Materie zersetzt. Stößt die Zwiebel diesen aus den Öffnungen an ihrer Unterseite aus, kann sie sogar fliegen. Wobei sie ihren an eine Blüte erinnernden Propeller zur Stabilisierung nutzt. Knobknolle. Auch wenn sie keine Pikmin produziert, gehört die Knobknolle zu den Zwiebelgewächsen. Eine Klone wie diese kann in 7 Segmente geteilt werden, die extrem nährstoffhaltig sind und stark anregende Substanzen enthalten. Die Verbindungen, die ihren charakteristischen Geruch verursachen, erinnern an die Wachstumshormone der Zwiebel. Wird eine Knobknolle von einer Zwiebel absorbiert, erfüllt sie eine wichtige Rolle bei der Pikmin-Vermehrung, indem sie die Gesamtzahl der Pikmin erhöht, die gleichzeitig aus der Zwiebel gerufen werden können. Genau wie Zwiebeln enthält sie Muskelfasern, doch davon abgesehen sind Knobknollen Tieren sehr unähnlich. Bringt man sie allerdings in die Nähe einer Zwiebel, beginnen sie sich leicht zu bewegen, fast so als wolle sie zur Zwiebel rollen, um von ihr absorbiert zu werden. Königinnenblume. Was wie das Innere der Blüte aussieht, ist in Wirklichkeit ein insektenverschlingendes Blatt, das in seine Form verändert hat. Es verströmt einen süßen Duft aus seinem an einem Blütenstempel erinnerndes Organ und lockt so Insekten in seine Falle. Die DNS dieser gefangenen Organismen wird dann direkt von den Zellen der Pflanze absorbiert, was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass diese Spezies sich aktiv um Evolution bemüht. Doch in den meisten Fällen werden die Zellen dabei zerstört. Die Pflanze stößt Pikmin in ihrer eigenen Farbe aus und vertrocknet dann. Muskelfasern, die denen einer Zwiebel sehr ähnlich sind, finden sich auch in dieser Spezies. Daher könnte man die These aufstellen, dass es sich bei einer Königinblume um eine nur schwach oder gar nicht entwickelte Zwiebel handelt. Bisherige Forschungen reichen allerdings nicht aus, um dies zu verifizieren. Die Knopfprimel. Im Stängel der Knopfprimel kann man die Muskelfaser sehen. Die einzigartig ist bei Pflanzen- und Tierhybriden wie Pikmin und Königinnenblumen. Daher kann man die Knopfprimel als nahen Verwandten bezeichnen. Obwohl die Eigenschaft, Nektar zu kristallisieren, auf eine kleine Gruppe von Knopfkräutern beschränkt ist, erklärt die Tatsache, dass diese Pflanzen sehr schnell die volle Reife erlangen und dass ihre Blüte hohe Konzentrationen von im Erdreich vorkommenden Nährstoffen enthalten, warum Pikmin und so viele der anderen heimischen Spezies so sehr auf diese Blüten angewiesen sind, um zu überleben. Die Dreimasterblume. Obwohl sie ähnlich wie die Knopfprimel Nektar als primäre Nährstoffquelle nutzt, produziert die Dreimasterblume daraus keine Knöpfe, sondern große Mengen einer extrem scharfen Flüssigkeit. Beide Pflanzen gehören zu den Knopfkräutern. Doch die Dreimasterblume kristallisiert keinen Nektar, da ihre Wurzeln von anderen Pilzen als die der Knopfprimel besiedelt sind. Stattdessen produziert sie Alkaloide, die sehr scharf schmeckende Verbindungen enthalten. Diese Alkaloide sammeln sich dann in den Früchten der Pflanze. Ob eine Pflanze also süße oder scharfe Verbindungen produziert, scheint von den Pilzen beeinflusst zu werden, mit denen sie interagiert. Leuchtpikmin. Obwohl ihnen der Name Leuchtpikmin verliehen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt, ob es sich wirklich um eine Pikmin-Spezies handelt. Diese Kreaturen verhalten sich ähnlich wie Pikmin. Sie transportieren Objekte, vermehren sich, kämpfen und verfügen ebenfalls über ein Blatt auf ihrem Kopf. Allerdings entstammen sie nicht einer Zwiebel, sondern einem Leuchtbau und sind nur nachts oder unter der Erde aktiv. Tagsüber ruhen sie in Samenform. Noch überraschender ist, dass sie keinerlei Vitalzeichen zeigen. Stirbt ein Leuchtpikmin, so man diesen Begriff überhaupt verwenden kann, verwandelt es sich in eine Lichtkugel, vielleicht auch in eine Art Photon, und kehrt in den Leuchtbau zurück. Wenn man die Wissenschaft einmal außen vor lässt, kommt es mir so vor, als handelt es sich bei diesem Geschöpf vielleicht gar nicht um Lebewesen, sondern um eine Art Geist. Leuchtbau. Außer der Tatsache, dass Leuchtbauten als Brutkasten und Nester für Leuchtpikmin fungieren, wissen wir nur sehr wenig über sie.
Sterben nachtaktive Kreaturen kann ein Leuchtbau aus ihnen mit Hilfe seiner starken Enzyme Leuchtknöpfe produzieren. In komprimierter Form wird daraus dann Leuchtsaft. Instinktiv geht man davon aus, dass es sich bei Leuchtsaft um eine gefährliche Substanz handelt, doch es gibt kaum negative Effekte. Er wurde sogar mir eingeflößt, um mich vom Blätterwachstum zu kurieren. Leuchtbauten erscheinen nur an Orten, an denen früher am Tag eine Zwiebel stand, und da sie Leuchtpigmente hervorbringen, kann man vermuten, dass sie aus dem Rhizom dieser Zwiebel entstehen. Vielleicht vermögen sie es, mit Hilfe ihrer Enzyme den Nektar, auf dem das hiesige Ökosystem basiert, wieder in den Boden abzugeben. Ja, und damit haben wir sämtliche Pyklopädie-Einträge zum jetzigen Scha Zeitpunkt zu zumindest durch. Hat bei mir jetzt über eine halbe Stunde gedauert, das alles durchzulesen. Aber wir haben das dann jetzt hinter uns. Die nächsten Folgen werden dann auf jeden Fall kürzer. Aber wir müssen noch die Schatzeinträge noch durchgehen, die wir jetzt gerade haben. Deswegen gehen wir jetzt direkt darüber. So, dann fangen wir zuerst mit dem Wintervorrat an. Gnadenloser Extraktor. Wenn ich mir den Präsidenten unserer Firma so ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, selbst in der Firma Hishi auszusteigen. Um ein Manager zu sein, muss man sich wohl wie ein gnadenloser, unbarmherziger Bösewicht benehmen. Wer über diese Eigenschaft verfügt, kann hingebungsvolle Angestellte ohne Gnade wie Sklaven ausbeuten und nachts dann trotzdem noch gut schlafen. Dieser metallene Altar strahlt ähnliche Grausamkeit aus. Ich frage mich, ob er einst dunklen, unaussprechlichen Zeremonien diente oder ob er nur der Schreibtisch eines Firmenbosses war. Nun, wir werden es niemals erfahren. Das beschreibt ganz genau, wie Firmenbörse funktioniert, ja? Zitrusklumpen. Eine leicht nachgiebige Frucht, bei der ich immer mehr an einen Sitzsack denken muss. Allerdings ist sie um einiges schmackhafter und ich esse sie gern. Ich finde es nur schwer, dem Drang zu widerstehen, es sich auf dieser Frucht bequem zu machen. Gelbsaurier. Ja. Meine Frau und mich verbinden viele romantische Erinnerungen, so süß und sauer wie diese Frucht. Es tut gut, sie gelegentlich Revue passieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, wie sich wohl meine Kinder fühlen werden, wenn sie sich das erstmal verlieben. Die Höckerfrucht. Man sollte diese Frucht wohl von oben schälen, doch ich fange lieber unten an. Denn wenn ich den oberen Teil sehe, kribbelt es in meinem Bauchnabel. Ein höchst irritierendes Gefühl. Insektenbehausung. In dieser Frucht kann sich mehr verbergen als saftiges Fruchtfleisch. Wiederholt fand ich kleine Tiere, die es sich ebenfalls schmecken ließen. Wie seltsam, dass diese Würmer ich und ich den gleichen Geschmack haben. Das war der Wintervorrat. Da ist das Gruppenbild. Da kriegt man Hunger. So, als nächstes kommt die Tropengenussfamilie. Gekrönte Kugelbeere. Ich kann mir nicht helfen, doch wenn man dieser Frucht ein Gesicht aufmalen würde, sähe sie aus wie meine Frau mit einem Hut. Genauso schick und genauso majestätisch. Vielleicht sollte ich ihr davon lieber nicht erzählen. Ja, das könnte sie eventuell sauer machen. Reptilienei. Die harte, schuppige Schale wird dunkler, je näher der optimale Zeitpunkt zum Verzehr rückt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser Leckerbissen im besagten Moment absichtlich herauszögert. Ganz schön raffiniert. Kerntresor. Ich dachte immer, dass man Früchte am besten reif isst. Doch diese ist auch grün, ein Genuss. Übertragen auf uns würde das bedeuten, nicht nur die Erfahrung des Alters zu schätzen, sondern auch die neuen Denkansätze der Jugend. Nee, das machen sie nicht. Also, die Denkansätze der Jugend, die werden meistens überhaupt nicht wertgeschätzt. Sternimitat. Im Querschnitt erinnert diese Frucht an einen Stern, wie ihn mein Sohn zeichnen würde. In Wirklichkeit sehen die Sterne völlig anders aus. Warum also malen wir sie in dieser Form? Vielleicht verbirgt sich eine tiefere Wahrheit des Universums hinter ihren fünf Zacken? Heldenenträne. Da die Schale sehr weich ist, kann man diese Frucht nur schwer schälen. Doch als ich sie einmal mit Schale aß, bekam ich Ausschlag. Mehr Erfolg hatte ich damit, die Frucht zu halbieren, das Fruchtfleisch einzuschneiden und dann von außen auf die Schale zu drücken. Scherzmond. Ich muss gestehen, dass ich einmal auf einer Schale dieser Frucht ausgerutscht bin, die ich nach dem Verspeisen achtlos weggeworfen hatte. Wie kindisch von mir. In meinem Alter sollte man seinen Müll immer ordentlich entsorgen. Seht ihr, Leute? Lernt es. Schmeißt den Müll in den Mülleimer. Wilde Bestie. Ich habe schon Leute getroffen, die sich extravagant geben, aber eigentlich sehr bodenständig sind. Und auch Leute, die genauso arrogant sind, wie sie aussehen.
Wieso frage ich mich, was verbirgt sich hinter ihrem ungewöhnlichen Äußeren? Das waren die Tropengenuss-Dinger. Man kriegt wieder Hunger. So, als nächstes die Instrumente der Weisen. Das sind nur vier. Stimmungssensor. Die Temperatur von Gefühlen zu messen. Welch geniale Idee. Meine Frau und ich könnten vergleichen, wie sehr wir den anderen lieben. Mit harten Zahlen. Wenn ich so darüber nachdenke, befürchte ich allerdings, dass es zu Irritationen kommen könnte. Ja, dann kommt diese Frage auf, warum liebst du mich nicht zu dieser Zahl und nicht zu dieser Zahl? Ja, das Gespräch will man nicht. Innere Uhr. Die Arbeit im Weltraum erfordert ein gutes Zeitgefühl. Das Andocken eines Raumschiffes ist ein gutes Beispiel. Sollten meine Instrumente versagen, muss ich mich auf meine Instinkte verlassen können. Mit diesem Gerät kann ich mein Zeitgefühl dafür schulen. Solarbetriebener Rechner. Dieses Gerät konnte ich an die Wand im Computerraum des Schiffes hängen. Dann wären Berechnungen auch dann möglich, wenn der Bordcomputer einmal ausfallen sollte. Als Raumschiffpilot tut man gut daran, auf Notfälle vorbereitet zu sein. Da kommt jede Unterstützung gerade recht. Mathematisches Sportgerät. Ein sehr robuster Rechner. Ich hätte nie gedacht, dass Rechner überhaupt robust sein müssen. Doch wenn zum Monatsende hin meine Frau nervös unser Budget nachrechnet, ist das sicher von Vorteil. Und auch die Rechner, die ich selbst verwende, sowohl beruflich als auch in der Freizeit, werden gelegentlich durch die Gegend geworfen. Wer immer also die Rechner auf diesem Planeten erbaut hat, hatte die richtige Idee. Wenn das Ding nicht richtig funktioniert, gegen die Wand schmeißen. Ja, das Gruppenbild ist doch wunderschön. So, und damit sind wir auch bei der letzten Serie angekommen und dann haben wir endlich alle Einträge mit Olimar nachgeholt. Liebes Nugget, diese leckere rote Frucht ist eigentlich gar keine Frucht. Allerdings scheint es sich auch nicht um ein Gemüse zu handeln. Ich habe sie genau untersucht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch die Fakten bleiben widersprüchlich. Gut, dass ich ein Pilot geworden bin. Schwärmereien, Nugget. In der Schulzeit wollte eine Klassenkameradin einmal mit mir einkaufen gehen. Ich sagte zu und galt bei meinen Freunden sofort als verliebt. Das war mir ziemlich peinlich, aber nicht lange danach fragte mich meine heutige Frau, ob wir mal ausgehen sollten. Ob sie neidisch auf meine andere Klassenkameradin war? Ja, ist typisch so bei Kindern, dass sie dann direkt sagen, verliebtes Ehepaar. Ängstlicher Spross. Diese Pflanze wächst sehr schnell, was mich an meine Kindheit erinnert. Kaum hatte man sie als Babys auf dem Arm, sind sie plötzlich groß geworden. Es kommt mir sicher auch wegen meiner vielen Reisen so vor. Zum Glück ist meine Frau immer für die Kinder da. Bürstenschnittstange. Ich habe einmal ein Raumschiff gesehen, das diese Form hatte. Es hat beim Fliegen ganz entsetzlich getaumelt. Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden. Originalität der Originalität willen geht gelegentlich schief. Kind der Erde. Auf meinen Forschungsreisen bin ich auch auf diese Pflanze gestoßen. Sie ist höchst eigenartig, denn alle nährstoffreiche Energie ist in den Wurzeln konzentriert. Insofern könnte die Bezeichnung Kind der Erde kaum zutreffender sein. Schatz der Erde. Seit mein Sohn geboren wurde, bin ich besorgt um ihn. Mit meiner Tochter war das anders. Von der ersten Minute an hatte ich den Eindruck, dass sie äußerst willensstark ist. Eine kleinere Version ihrer Mutter. Dieses Fundstück scheint genauso robust zu sein. Mysteriöses Fahrzeug. Dieses Fundstück ist so groß, dass man ein Fahrzeug daraus machen könnte. Vielleicht sogar eine Kutsche. Doch was wird dann aus dem saftigen Inneren? Wirft man es einfach aus dem Fenster, während man davon fährt? Was für eine Verschwendung. Die Imbissbohne. Die Frucht ist essbar. Man braucht keine Werkzeuge, um die Schale aufzubrechen. Dieser Prozess ist so befriedigend, dass ich mich dabei erwische, mehr Kapseln zu öffnen, als ich Früchte essen kann. Ich sollte etwas an meiner Zurückhaltung arbeiten. So, und das ist der letzte Eintrag. Die Dusselbeere. Die Form erinnert mich an das Gesicht meines Großvaters. So sehr, dass ich sie am liebsten die Opafrucht nennen würde. Meine Frau fand immer, dass ich keinen guten Sinn für Namen hätte. Daher hat sie auch die Namen für unsere Kinder ausgesucht. Aber im Fall dieses Schatzes habe ich mir doch einen tollen Namen ausgedacht. Ja, Dusselbeere finde ich gut. Man kriegt immer wieder Hunger bei dem Anblick hier. So. Wir haben alle Einträge nachgeholt mit Olima. Ich habe jetzt hier schon zwar ein richtig langes Video, aber wir gehen trotzdem in die Ebene. Nur werden wir wahrscheinlich nicht lange an der Oberfläche sein. Ich werde wahrscheinlich die erstbeste Höhle, die wir finden, dann auseinandernehmen. Aber ja, wir haben die Einträge alle nachgeholt.
Ab jetzt werden die Folgen definitiv kürzer. Also im Vergleich. Ich wollte halt nur die ganzen Einträge mit Oli mal nachholen und werde das jetzt bei zukünftigen Serien dann auch so machen, dass ich dann direkt beides vorlese. Naja, nichtsdestotrotz, wir sehen uns gleich in der Ebene wieder. Weißt du, kaum bin ich hier angekommen, kriege ich schon wieder einen Logbucheintrag. Karottentiere. Diese Dinger sehen aus wie Pick-Pick-Karotten. Ich hätte sie aufgegessen, aber wer trägt dann meine Vorräte? Hat ich hier mal eine goldene Pick-Pick-Karotte finde, wird die allerdings definitiv verputzt. So, Karte. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen zu tun. Gehen wir mal hier runter. In dem Bereich ein bisschen machen. Dass wir hier rum jetzt mal arbeiten. Na, dich hatten wir schon beim letzten Mal gesehen. Das Ding kann fliegen! Es fliegt! Okay, was soll ich da machen? Das Ding kann fliegen. Okay. Als nächstes mache ich dich fertig. Komm näher! Niemand wird zurückgelassen. Bevorzugt erstmal die roten die blauen werfen. So. Den Galamari könnt ihr liegen lassen, aber den Tempura nehmen wir mit. So, Abtransport, Jungs. Ich glaube, ich hole mal eben kurz Bibi hier runter und Raumschiff. Und wechsle auch die blauen hier einmal kurz komplett. Oh, wir haben eine weitere Serie abgeschlossen. Angriff! Angriff! Ja, das könnt eh nur ihr mitnehmen, also gönnt euch. Never mind. Ach komm. Einmal kurz erlöst. Jetzt ist hier der Teich weg. Na gut, haben wir die Ecke abgeschlossen. So, die Krabbe habe ich zumindest jetzt mal eben kurz aus dem Wasser rausgeholt. Mache ich die jetzt als nächstes fertig. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht da drin sein will. Warte mal. Sobald er das nächste Mal das Ding hoch macht. Okay, ich dachte, man kann da eventuell eine Bombe reinwerfen. Ach, greift einfach an. Ich habe das Ding ausgelöscht.
würde ich gerne noch erkunden, bevor ich da in das Loch springe. In dem Loch mache ich dann auch für heute vorerst dann Feierabend. Da haben wir eine weitere Erdnuss. So, der halbe Tag ist jetzt zwar schon rum, aber ich habe jetzt eben kurz das Zeug da alles abtransportiert. Dann schauen wir uns noch hier unten um, weil irgendwie will ich ja da oben hin. Und dann gucke ich, dass ich so langsam aber sicher in eins der Löcher reinhüpfe. Da hinten ist Moos. Das gönnen wir uns noch wann anders. Nein. Fiesling. Die Stelle sieht verdächtig aus. Termiten! Scheiß Termiten! Ah, okay, da brauche ich Bomben. Bomben wurden gesetzt. Ach, wieder so etwas. Hive. Angriff! Okay, ich muss auch mal werfen. Angriff! Hilfe! Okay, du bist ein Fiesling. Guten Appetit. Angriff! Stehe bereit, hier eine weitere Bombe zu verfüttern. Gönn dir. Angriff! Mach ihn fertig! War kein Abtransport, aber genug Togen, wir haben ihn vernichtet. Da ist eine neue Zwiebel! Das ist die für die Facepickings, hundertprozentig. Na sowas? Sind wir uns überhaupt sicher, dass es sich hier um eine Zwiebel handelt? Sieht nämlich eher aus wie ein Stück Fels. Das ist 100% die für die Felspigments. Wir haben 25 an dem verloren. Abtransport. Wir haben unseren heutigen Erfolg. Wo komme ich hin, wenn ich hier hochgehe? Einfach auf die andere Seite. Wie langweilig. Warte mal, ich kann den über den Weg verkürzen. Auf der anderen Seite brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Das hinterfrage ich nicht.
Ja, dann gehen wir heute doch in keine Höhle rein. Nachdem die jetzt absorbiert wurde. Ja, ich habe vergessen, mich aus dem Bild zu packen. Jetzt wird nur noch die für die Flügelpigments. Ich frage mich ja, wie viele Zwiebeln auf diese Weise miteinander verschmolzen werden können. So. Wir haben 5 Zwiebeln. Wir machen das jetzt so. Die kommen jetzt wieder rein. Und ich werde jetzt Feldpigments farmen. Mit dem, was ich hier zur Verfügung habe. Heißt, jetzt beginnt eine große Sammeltour. Wir sehen uns dann, wenn der Tag rum ist. Weil ich werde jetzt erstmal alles absammeln, was ich absammeln kann. So, da sind wir auf dem Weg nach Haus. Ich habe jetzt so viele Feldpigments gegönnt, wie irgend möglich noch waren. Und wir haben eine Serie abgeschlossen, die wir beim nächsten Mal durchgehen. Nicht heute, beim nächsten Mal. Ich habe sogar 2 abgeschlossen. Da haben wir dann ja wenigstens etwas heute dann erreicht. Haben ja auch einen Boss gerade fertig gemacht. Haben zwar ein paar Pigments an dem verloren. Die armen kleinen Pigments. Mögen sie in Frieden ruhen. Ja, sollen sie in Frieden ruhen, da hast du recht, Noah. Aber wir haben eine weitere Zwiebel. Es fehlt jetzt nur noch die zu dem Flügelpigment zu Lila und Weiß. Gibt es halt keine Zwiebel. Und wir haben auch ein bisschen Rohmaterial bekommen. Als ich diese Leuchtpicken gesehen habe, muss ich plötzlich an was denken. Schon eine ganze Weile her. Was denn? Das war zu Hause. Eines Tages hat mein Körper einfach angefangen zu leuchten. Es ging 3 Tage lang so. Daran erinnere ich mich gar nicht. Vielleicht hast du das nur geträumt. Denk am besten nicht weiter darüber nach. Hoffentlich fällt ihm der Rest nicht auch noch ein. Da hat wohl eine Experimente gemacht. Wir haben zwar niemanden nach Hause gebracht, aber wir haben eine weitere Zwiebel und einen weiteren Boss fertig gebracht. Und wir müssen keine Einträge mehr nachholen. So, kriegen hier noch ein bisschen Rohmaterial. Wo ist derjenige, der von mir wollte, dass ich die Zwiebeln fusioniere? Die muss ich jetzt kurz einen Moment suchen. Oh, du bist es also. Ich kann bestätigen, dass die Zwiebeln tatsächlich miteinander verschmolzen sind. Nummer 10 Rohmaterialien. Danke sehr. Jetzt fehlt nur noch eine Zwiebel. So, und wir haben natürlich haufenweise Rohmaterial, das können wir auch nutzen. Dann gönnen wir uns auch mal hier was für uns. Ich gönne mir den Luftschild. Dann bleiben nur noch die KP-Verstärker. Und natürlich neue Eisbomben. Die habe ich ja jetzt gerade aufgebraucht. Wie gesagt, die Einträge bei der Schatzklopädie, die gehen wir beim nächsten Mal durch. Die Folgen werden jetzt auf jeden Fall endlich wieder ein bisschen kürzer. Also bei mir ist die Aufnahme schon über 1 Stunde lang. Dann könnt ihr euch ungefähr daran orientieren, wie viel ich geschnitten habe. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis dann.